Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von der Vorschau von Minecraft 1.11, dem Let's Play, das ich dann auch machen werde. Ja, ich habe ein paar Infos nochmals. Ich habe es mir so gedacht, dass wir zwei Königreiche machen können, zum Beispiel die Wikinger und die Sachsen, und bekämpfen sich dann zusammen. Machen wir immer wieder, wechseln wir immer wieder, das geht viel besser als im Modpack, da habe ich immer wieder etwas Neues vor und da geht's nicht so gut. Aber in diesem 1.11 Let's Play, das sowieso richtig chillig wird und schön und spannend wird, geht es hoffentlich schon viel besser. Also, ich denke, wir gehen hier herunter wieder und warten auf den Sonnenaufgang. Ja, was habe ich denn sonst noch? Also, es wird Zonen geben ohne Krieg und dann mit Krieg und so. Eventuell halt manche recht stark bekriegte Zonen. Ich will einfach, ja, relativ eine super Atmosphäre. Das ist am wichtigsten. Ja, ich hoffe, ich nehme es schon richtig viel Wunder, wie das so wird. Ich werde natürlich jetzt noch nicht so viel zeigen, aber wir bauen schon mal ein oder zwei Häuschen. Ist halt einfach so, dass ich relativ wenig Zeit momentan habe. Und deshalb muss ich auf dieses Let's Play eigentlich warten. Ja, ich muss ja sonst auch warten, oder? Weil da die neue Version noch nicht so schnell rauskommt. Ja, wo sind wir jetzt? Auf Ebene 17. Manchmal habe ich auch recht viel Lust, Ding zu machen. Wildwest-Szenario. Das könnte ich dann in einem anderen Spezial auch noch machen. Weil ich ein Wildwest-Fan bin. Das wäre schon cool, aber es tut halt alles ein bisschen schlechter machen, weil es ja mit der Zeit nicht stimmt und alles mögliche. Ja. Gut. Da oben ist nix. Mehr Redstone. Okay, gut. So, weitergraben. Da höre ich irgendwas. Gut. Spielen wir noch einmal, ja. Okay, da ist irgendwas versteckt. Wasser und Lava. Jetzt müssen wir das gut finden. Das mal Lava, gut. Oh, hier könnten alle Monster sein. Das ist das Wasser. Das ist eine Fledermaus. Da unten ist irgendwo ein Zombie. Oh, da oben haben wir noch mehr Lava, noch mehr Wasser. So. Ja, da hat sich so ein bisschen abgetrennt. Uha. Okay, zuerst mal ein bisschen Eisen farmen. Okay, ist relativ gut laut, ich höre es gut, wenn ein Monster kommt. Hm.
Cheating. Ja, ist das schwer. Cheaten. Wo ist das Schwert? Wo ist das Schwert? Da. Ist ja nur ein Vorschau-Let's-Play. Tut mir leid. So, hey. Richtig böse. Heieiei. Wieso sind die Skelette so böse geworden? Weil man einfach keinen Damage macht. Tja. Ich habe ja einfach eins gemacht, stimmt. Jetzt cheat ich noch mehr. Voll der böse Cheater. Gut. Ja. Ich muss vorsichtiger sein. Viel vorsichtiger, auch in einem Vorschau-Let's Play. Ah, da sind die Fackeln. Sagte ich schon, ich habe die Fackeln nicht mehr. Okay. Was haben wir hier? Eine lange Höhle. Vorsicht garantiert. Da haben wir aber viel Eisen. Da irgendwo sind Zombies. Ich höre sie nicht mehr. Sind die weiter oben? Sind irgendwie hier oben. Keine Ahnung. Hallo. Jetzt kommen sie. Abo. Da drüben irgendwo. Da oben her. Nein! Mist. Gut. Frechheit. Also. Okay, das haben wir. Jetzt müssen wir den Zombie finden, ne? Ist der jetzt weg? Gott, oh Gott. Hä? Sind rausgeglitscht? Zum guten Glück. Zombies! Wo seid ihr? Weiter hier drüben. Oh Gott, machen die Lärm. Haben die ein neues Geräusch? Was ist das? Ah, das ist so ein, deshalb macht er ein anderes Geräusch. Ein Dorfbewohner-Zombie. Noch ein Dorfbewohner-Zombie. Ganz viele Zombies. Git. Wir werden sterben. Gib mir einfach ein bisschen Kohle noch, gell? Nicht Creeper anlocken. Und... Ich hau hier ab. Wir gehen jetzt zum Beispiel hier nach oben. Uff. Und da geht's wieder runter. Sehr verwirrend. Da ist auch nichts. Da ist noch ein bisschen Eisen. Ich habe so ein Zittern in meinen Gelenken.
kein Skelett werden. Gut. Aha. Die Creeper-Familie. Vielen Dank für diese Creeper-Familie, aber ich gehe lieber weg. Lieber hier hoch. Na, da waren wir schon. Okay, das sieht so merkwürdig aus. Ich gehe jetzt nach oben. Ist ja schlimm. Ist ja mega schlimm. Die Werkbank hier hinsetzen. Ich will den Kies hier hinsetzen. So. Uah. Schlimmste etwas. Extremst schlimm. Na? Höre ich irgendwas wieder. Ein Skelett. Ich höre nur noch Skelette. Hey, gut. Rauf mit uns. Wo kommen wir heraus? Im Gravel. Da ist sogar grün im Gravel. Oh je. Ich höre Schafe. Die Rettung. Yes. Wunderbar. Nicht so gut, hä? Diesen Wald möchte ich so gern als Wiesen benutzen. Alle Bäume weg. Naja, Palen nicht, aber einfach dort dann die Weiden für die Tiere machen und so weiter. Wir könnten sie mal durchforschen, hä? Einfach mal den Wald durchforschen und schauen, was so passiert, was wo ist. Okay, den nehme ich mal mit. Den nicht anzünden. Als Ding brauchen. Nein. Die spawnen irgendwann mal. Okay. Wir haben Essen. Wir hatten doch Essen. Da. Okay. Mal Rosen. Nehmen wir die mal mit. Ist doch schon so schöne, viele sind schöne Rosen. Und die können wir auch mitnehmen. Die haben kein Aufnehmgeräusch oder so. Ja, nur sehr leise. Aha, hier haben wir einen Tiger. Okay, da vorne haben wir wieder normalen Wald, beziehungsweise in den ersten. Ja, Tiger hatten wir da drüben schon. Hm. Ach, ich mag die Pilze. Man könnte irgendwas mit Pilzen machen, aber das wäre dann eher Fantasy. Ich will jetzt wirklich mal relativ echt bauen. Ein schönes Real-Life, Old, Antikes Let's Play. Genau, wir machen Spartaner gegen Wikinger. Hier, das sind die Spartaner. Da drüben sind die Wikinger im Tiger und so. Irgendwie so etwas. Ihr dürft gerne da mir ein paar Ideen in die Kommentare schreiben.
Aber das ist doch mal richtig toll, oder? Ach ja, das wird ein super Let's Play. Ich hoffe, dass ich eben nicht so ausnahmslos sterbe oder so. Ich möchte lieber ein wenig reinkommen und dann so die Ender Dragons und so töten, bevor ich da irgendwie fehle und dann zwingend cheaten muss oder so, Map resetten muss, was auch immer. Ich will so wenig wie möglich cheaten müssen, also wirklich fast nie, weil ich bin ein Anti-Cheater eigentlich. Ja, wenn es halt wieder so ist, dann ist es halt wieder so, dass es halt einfach mal wieder nicht anders möglich ist, aber das ist nun mal Minecraft, oder? Das ist nun mal Minecraft. Also, wir machen ein spartanisches Gebäude und ein Wikinger-Gebäude. Und ich denke, dann wird es schon angekündigt sein, wann es denn endlich kommt. Ich freue mich drauf. Ja, da haben wir eine Savanne. Ey, das ist der schönste Seed. Ey, das ist wirklich der schönste Seed. Das ist ja wunderbar. Schaut euch mal diese Berge an. Hi. Und ein Sumpf sogar in der Nähe. Der coolste Sumpf. Das ist wirklich der coolste Sumpf. So schön abgewechselt mit Ding. Ja, da muss ich ein paar Farmen. Nehmen wir die mal mit. Die Tonklumpen. So. Da vorne. Ach, das freut mich aber wirklich sehr. Ich werde dann in den nächsten Parts danach ein bisschen mehr eingehen, was ich so plane. Gerade in diesem Vorschau-Let's Play zu machen. Und ja, schauen wir mal. Ein bisschen Pilzchen noch mitnehmen. Hey, ist das schön. Es ist einfach genial. Jo. Hier haben wir die ersten Akazien. Dann bauen wir die mal ab. Ja, wunderbar. Können wir schon mal ein paar Akazien setzen. Ja. Warte, Akazien ist ja anders in diesem Texture Pack. Ja. Vielleicht könnten wir das trotzdem verwenden. Sieht schon schön aus, Akazienholz. Ja, ist jetzt leider Nacht. Ich habe kein Bett dabei, schade. Müssen da irgendwie heimkommen. Ach ja. Aber auf den Server freue ich mich auch. Eventuell wird ja der Halloween-Server dann umgewandelt. Und dann können wir schön den benutzen für unser Wild-Multiplayer-Zeug, ja. Wir werden vielleicht auch meine Map verwenden dann. Aber erst dann, wenn ich natürlich angefangen habe und so weiter. Oder wir können diese Map verwenden. Das wäre auch geil, wenn wir diese Map verwenden für den Server und die neue dann für das Let's Play. Ich hoffe, dass wir einen guten Seed-Ding, wir werden gemeinsam dann ein paar Seeds aufmachen, also eben, ja, normales Spiel aufmachen und dann versuchen, ob wir einen guten Seed bekommen. Also ich freue mich riesig.
Gut. Ja, das sind schon Zombies. Aber es ist kein Stechen. Nein. Nach Hause dringendst. Spawnen hier überall Monster. Oh Gott. Oh Gott, sieht das aus. Schlimm. So, weg, hopp. Ich habe keine Lust wieder zu sterben. Ist ja sowas von nervig manchmal. In Minecraft zu sterben. Also ich will einfach das verhindern. So, gut. Okay. Schön Blumen. Ja. Okay. Ein Murmeltier. Der murmelt. Irgendwo. Essen wir mal. Und machen das hier rein. Prima. Ist der irgendwo da hinten? Keine Ahnung. Okay, wir können schlafen. Prima. Ja, prima. Jetzt können wir noch ein bisschen um den Garten kümmern. Ja, kümmern wir uns um den Garten. Aha, jetzt dachte ich, der Zombie, der Creeper explodiert. Tja. Das können wir groß machen. Die Sachen sind noch nicht reif. Ja, sonst gehen wir mal noch mal ein bisschen auf Erkundung. Ja, entweder dorthin oder dort hinten hin. Wir können hier mal ein bisschen Sand farmen. Und ja, dann müssen wir bald auch Holz farmen natürlich. Für das Wikingerhaus, das wir hier bauen. Und das spartanische Haus machen wir dann. Dort hinten. In der Savanne. Das war ja eher so Savanne Griechenland bei Sparta. Das war ja nicht mehr normales Griechenland. Also so wie man es kennt, sondern schon ein bisschen zu südlich für gut gute Pflanzen und so weiter. Also eher schon sehr mediterran. Also unglaublich trocken. Da haben wir Kürbisse. Nehmen wir mit natürlich. Wir machen den besten Kürbiskuchen. Es muss einfach sein, dass wir das mitnehmen. Gut. Also da hinten haben wir, naja, auch Gebirge. Ich dachte schon eine eine Tundra. Ja. Schade, dass ich jetzt einen Part beenden muss, sonst gibt es wieder Haue von YouTube und es verarbeitet das Video nicht. Dann kann ich den Part wieder wegschmeißen. Ja, hier leider gerade nichts. Nur Tiger. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann gehen wir weiter auf Erkundung. Oh, schaut euch mal dieses Loch an. Nein, es ist allgemein richtig schön. Wow. Wurde der World Generator ein bisschen gepusht. Ich finde irgendwie die Updates haben immer so komische Beschreibungen.
Es quält mir gar nicht mehr so. Früher war wenigstens noch erklärt, was das bedeutet, aber heutzutage wird das nicht mehr so erklärt. Schade, kann ich nicht nichts machen, also. Oh, schön, das ist Granit wahrscheinlich. Gräbel. Gräbel, ja, da ist nämlich Granit, das ist heller. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.